Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zur nächsten Folge von, von The Chronicles of Mythana Archolos. Und wir reden mit Helga. Denn wir brauchen Informationen. Ich brauche Informationen. Frag, was immer du willst. Ich suche nach Madines Tochter. Weißt du etwas über ihr Verschwinden? Ja. Ich habe von diesem Fall gehört. Eine traurige Geschichte. Nadine war schon mehrmals hier und hat alle in der Taverne gefragt, ob sie etwas darüber wissen. Normalerweise würde ich sie verjagen, aber die Frau tut mir leid. Ein Einzelkind zu verlieren. Das muss ein Albtraum sein. So viel kann ich dir sagen, wenn das Mädchen in der Stadt wäre, wüsste ich definitiv etwas darüber. Es scheint mir, dass es nicht viel Sinn macht, ohne konkrete Hinweise auf der ganzen Insel nach ihr zu suchen. Da du sowieso auf der Suche nach den Entführern deines Bruders bist, könntest du bei deinen Ermittlungen auf ihre Spur stoßen. Das stimmt. Ich brauche Informationen. Frag, was immer du willst. Hab's jetzt nur für die Erfahrungspunkte nochmal gemacht. Hat jemand versucht, bei dir mit einem Erzpocken zu bezahlen? Ja. Woher weißt du das? Informanten der Stadtwache, ich kann es nicht sagen. War es einer der Neuankömmlinge? Das ist richtig. Er lungert jetzt vor dem Gebäude herum. Ich glaube, er ist beleidigt, weil ich mich geweigert habe, eine solche Zahlung anzunehmen. Wegen meiner Integrität gegenüber dem Königreich natürlich. Frag ihn nach dem Fall. Und wenn du nichts herausfindest, habe ich gesehen, dass er einen Kumpel hatte, der in die Richtung der dunklen Geheimnisse ging. Versuche es auch dort. Ah ja. Ich brauche Informationen. Frag, was immer du willst. Weißt du etwas über die goldenen Inusse? Sie sind in letzter Zeit in aller Munde. Die Leute sind regelrecht verrückt nach ihnen. Aber wie ich dich kenne, willst du wahrscheinlich wissen, woher sie kommen. Ich habe gehört, dass einer der Kranarbeiter im Hafen viel darüber weiß und sich nach Arbeitssuchenden umsieht. Ja, genau, das wusste ich aber auch schon. Na schön, okay. Wir gucken jetzt erstmal nach der Person, die hier vor der Taverne rumlungern soll. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Woher hast du den Erzbrocken? Was? Ich habe nicht. Okay. Ich habe ihn aus der Kiste von den Leuten, die mich hierher gebracht haben. Ist das illegal? Wirst du mich verhaften? Ich werde darüber nachdenken. Weißt du, woher die Schmuggler eine Kiste mit magischem Erz haben? Nicht genau, aber ich habe vor dem Auslaufen ein Gespräch zwischen dem Kapitän und einem Matrosen der königlichen Flotte mitgehört, der beim Transport von Erz zu den Lagerhäusern hilft. Sie vermieden Namen und genaue Informationen. Den Rang selbst erkannte ich nur, weil ein anderer Wachmann vorbeikam. Wirklich, das ist alles. Also gut, gib mir das Erz und ich lasse dich gehen. Sicher, nimm ihn! Von einem Flüchtling aus Helgas Gasthaus habe ich erfahren, dass ein Seemann der königlichen Flotte an der Versorgung der Schmuggler mit magischem Erz beteiligt sein könnte. Laut Helga sollte ich in dunklen Geheimnissen, dunkle Mysterien einen weiteren Flüchtling finden. Na schön, da wir jetzt eh mal hier sind, schauen wir doch einfach mal. Mal? Wie geht's? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Lass mich in Ruhe. Bist du aus der Wolfshöhle? Wie kommst du hier in die Stadt? Woher hast du das Gold, um für diesen Besuch zu zahlen? Was geht dich das an? Bitte beantworte einfach die Fragen. Ich kenne kein Gesetz, das von einem Bürger verlangt, einer Wache seine Einkommensquellen mitzuteilen. Tschüss. Ich denke, da muss ich dich auf andere Stellt Weise überreden. Waffe weg. Oh ja? Sieh an. Mann, sprich weiter, wenn ich das Schwert wieder wegstecken Wirst kann. Bist du schlecht? Ich sag, du hast es nicht anders gewollt. Ach, das ist doch scheiße, ey, Mann, wirklich. Na. Na, jetzt hab ich das alles immer noch nicht so Penner, ey. Also, schlau gemacht, muss man ihm lassen. So, nochmal. Woher hast du das Gold, um für diesen Besuch zu zahlen? Was geht dich das an? Bitte beantworte einfach die Fragen. Ich kenne kein Gesetz, das von einem Bürger verlangt, einer Wache seine Einkommensquellen mitzuteilen. Tschüss. Ich denke, da muss ich dich auf andere Weise überreden. Oh ja? Sieh an. Oh mein Gott. Ich hätte gehofft, dass er mich angreift.
hätte wirklich gehofft, dass er mich versucht zu bekämpfen. Aber ich habe ihm den Erzbrocken jetzt nicht abgenommen, oder? Doch, 3 Erzbrocken habe ich. Könnte sein, dass ich ihm einen abgenommen habe. Was bist du denn jetzt von mir? Oh Mann, mein Kopf. Wie ich sehe, sind die Wachen hier nicht sehr zivilisiert. Ich habe mit einem Brocken Erz gezahlt, den ich meinen Schleppern abgenommen habe. Zufrieden. Ja. Weißt du, woher sie den Brocken hatten? Ich habe keine Ahnung. Aber vor der Überfahrt sah ich aus der Ferne einen Südländer in Uniform der königlichen Flotte, der mit ihnen sprach. Mehr weiß ich nicht. Gut. Pass auf dich auf, die Wache behält die Sache hier im Auge. Sicher, und darum wurde mein Freund von diesen Typen auf dem Wellenbrecher verprügelt? Alles klar. Nichts wie weg. Keine Ahnung, was du da jetzt gefaselt hast, aber... Du hast Bezahlung in Form eines Erzbrockens akzeptiert? Was? Davon weiß ich nichts. Stell dich nicht dumm. Gib ihn zurück und ich werde hier keine Durchsuchung durchführen lassen. Du weißt schon, eine von denen, die immer etwas finden. In dieser Stadt sind alle korrupt, verdammt. Hier. Mhm. Besser für dich. Los, habe ich 4. Ah, okay, alles klar. Ich nahm von Vlada den Brocken zurück, den die Ausreißerin bei ihr bezahlt hatte? Der Ausreißer wahrscheinlich. Der Flüchtling aus den dunklen Mysterien erwähnte etwas von einer Gruppe von Leuten auf dem Wellenbrecher, die seinen Freund angriffen. Wenn das stimmt, besteht die Möglichkeit, dass sie im Besitz eines Brockens sind. Was ist denn Wellenbrecher? Ist das jetzt ein Boot? Hier war ich, glaube ich, noch nicht drin, ne? Oder ist Wellenbrecher ein Schiff? Möglich wär's. Möglich wäre es, dass Wellenbrecher ein Schiff... Oh, hier ist ein Mana-Essenz dran. Cool. Oh, da oben ist noch ein Fisch. Den muss ich mir jetzt auch noch mitnehmen. Den muss ich mir jetzt auch noch gönnen. Nett. Guten Morgen. So. Alter. Das geht doch gar nicht. Warte mal, das muss ich jetzt mal versuchen zu machen. Wie er im Flug die Richtung wechselt einfach. Das ist unglaublich. Okay. Wellenbrecher. Ja, klingt für mich halt nach einem Schiff, ne? Tja, ich muss die Leute einfach mal im Auge behalten. Hey! Ich weiß halt nicht, was Wellenbrecher bedeutet. Kann sein, dass das halt eins der Schiffe hier ist. Da muss ich jetzt mal auf jedes Schiff drauf gehen. Ist ja ein Schiff. Komme ich denn da hin? Naja, schwimmen wahrscheinlich. Surprise, surprise. Ist das dieses Schiff? Das ist jetzt die Frage. Ja, wie komme ich da hoch? Vielleicht auf der Rückseite? Nee, ich glaube, hier kommt man nicht hoch. Tatsächlich. Toll. Das wundert mich nicht. Den Sprung hätte ich mir sparen können. Na ja, gut, dann gehe ich mal die Werft da hinten hoch. Gut, also wie gesagt, Wellenbrecher klingt für mich halt nach einem Schiff. Und das einzig andere Begehbare wäre halt nur das hier. Kronführer. Nein. Kranplätze müssen verdichtet sein. Hier ist jetzt auch ein Marktstand entstanden. Interessant. Mhm. Also Marktstand, ja, nicht, aber eine Station für Flüchtlinge. Ich habe 3 fette Fische gefangen. Oh, das ist aber krass. Ich wäre mir da nicht so sicher.
So, ist das hier die Wellenbrecher? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ein Extrakt der Heilung erstmal abgezogen, das nice. Würde mich nicht überraschen. Du siehst wichtig aus. Bist du aber nicht. Piratensäbel for free? Hätte ich den vielleicht mal am Anfang gefunden. Sure. Der Flüchtling aus den dunklen Szenen erwähnte etwas von einer Gruppe von Leuten auf dem Wellenbrecher, die seinen Freund angriffen. Wenn das stimmt, besteht die Möglichkeit, dass... Oder ist die Mauer der Wellenbrecher? Heißt die Mauer so? Ist das so ein Ding in der Seefahrt, dass das der Wellenbrecher ist? Ist man hier so eine Art... Aber ist das nicht der Hafen-Kai hier, oder? Für den König. Für den König. Nee, aber... Kann auch nicht sein. Das Ding heißt ja bestimmt einfach nur Stadtmauer. Oder Hafen-Kai oder so ein Kram. Was ist Wellenbrecher? Ist es diese Gruppe hier? Ja, das sind verdächtige Schaut Flüchtlinge. Schaut mal, Jungs. Sieht so aus, als ob wir doch noch mehr Spaß haben werden, als mit diesem Feigling, der an der Schmiede herumhängt. Gegen 1 habt ihr euch richtig stark gefühlt jetzt, ne? Boah, der hat einen Herzbrocken dabei, cool. Hundi. Wow, wow. Hundi. Wow, wow. Hundi. Wow, wow. Ja, manchmal kommt der Alexander Markus in mir durch. Und dann ist es wie Tourette. So, an der Schmiede. Feigling an der Schmiede, hat er gesagt. Hat er diese Schmiede hier? Offenbar nicht. Was steht denn im Tag? Auf dem Wellenbrecher wurde ich von einer Gruppe von Flüchtlingen angegriffen. Einer von ihnen deutete an, dass sie vor kurzem in der Nähe der Schmiede eines anderen gewesen waren. Ich bezweifle, dass es Otgar solche Leute in die Nähe seiner Werkstatt dulden würde. Ich sollte die Gegend um die Schmiede im Hafen überprüfen. Ist diese Schmiede jetzt hier gemeint, ist die Frage. Nee, warte mal, es gab noch eine Schmiede Richtung, Richtung Kirchenviertel. Ja, die ist, dürfte zwar äußerster Randhafen sein, könnte aber noch lang. Es wurde auch nicht gesagt, wie viel Erzbrocken jetzt im Umlauf sind, ne? Es wurde jetzt, eine konkrete Zahl wurde jetzt nicht gesagt. Von mir erfährt keiner was. Alter Bruder. Was ist das für eine Frisur? Vorne Glatze, hinten Zopf. Fukuhila, ey. Nur mit vorne gar keine Haare. Also eine Klahila, ehrlich gesagt. Glatze. Lang. Oder vorne kahl, hinten lang. Was ist das denn? Nicht ein Fukuhila, sondern... Fukahila, ein Fukahila, vorne Karl hinten lang. So, warte mal. Das liegt doch auf der Hand. Ist diese Schmiede hier gemeint? Das hätte er doch besser wissen müssen. Hey, du! Ein neuer Kunde? Was brauchst du? Ist mal dein Geld. Was machst du hier? Ich schmiede Werkzeuge, Tür- und Gitterbeschläge, fast da oben. Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber ich will dich nicht langweilen. Arbeitest du hier allein? Ja, und ich muss sagen, ich fahre ziemlich gut damit. Wenigstens muss ich niemandem hinterher räumen. Meine Werkzeuge und Materialien bleiben an ihrem Ort und in meiner Schmiede liegen keine leeren Flaschen oder Ständerreste herum. Mit meinem vorherigen Lehrling gab es nur Probleme. Zeig mir deine Ware. Sieh dich um.
Was hat er denn? Irgendwas, was mich interessiert? Nee, nicht so wirklich. Auch keine spannende Waffe. Ist ein Early Game Schmied, hätte ich mir im Early Game was holen sollen, aber habe ich nicht gemacht. Tja, Schmiede im Hafen. Ja, das ist ja schon das Armviertel. Das ist ja hier schon eigentlich gar nicht mehr Hafen, oder? Nee, das ist keine Schmiede. Ich dachte kurz, hier wäre eine Schmiede, aber... Schmiede im Hafen. Das kann ja dann doch nur hinten die Schmiede gemeint sein, wo ich gerade war. Bei der, hinter der Bootswerft. Das wäre irgendwie komisch. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Schlimme Zeiten sind das. Für den König! Für den König! Nicht, das würde alles irgendwie gar keinen Sinn machen. Gut, sind mal kurz hier so ein bisschen rum. Aber warum sollte einer von denen hier sein? Hey! Halt! Keiner darf in die Nähe der Kisten! Hey, du warst schon immer da. Ich sollte die Gegend um die Schmiede im Hafen überprüfen. Suche einen Flüchtling, der offenbar angegriffen wurde. Aber diese Schmiede wird ja wohl nicht gemeint sein. Hier ist ja keine Sau. Und eine andere Schmiede, außer die von dem einen Kollegen, wo ich gerade war, gibt es ja hier gar nicht. Es gibt jetzt hier auch nicht wie in Aschut irgendwie eine Goldschmiede oder sowas. Und Otgars Schmiede wurde direkt ausgeschlossen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Nein, welche nicht, Schmiede denn? Hier gibt's doch gar keine Schmiede. Die Chancen stehen sehr gut. Das ist irgendwie strange. Diese Quest ist irgendwie seltsam, muss ich sagen. Klar, der pinkelt erstmal ins Wasser und der andere Fisch da rechts daneben. Weil der hat mich so angeguckt. Willst du irgendwas von mir? Hey Junge, hast du Bier dabei? Ich würde gerne gegen Fisch tauschen. Bier für dich. Herzlichen Dank. Diese Fische sind ganz frisch. Eben schwanne sie noch im Meer. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Nett. Hier gibt's ja gar keine Schmiede. Es kann ja nur die Schmiede gemeint sein, wo ich gerade war. Das hier ist noch Hafen, würde ich sagen. Das hier ist jetzt keine Schmiede, nee. Und das ist halt zur Grenze zur Unterstadt. Das ist sehr wahrscheinlich. Hey! Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich muss jetzt mal mit den ganzen Flüchtlingen sprechen. Ich bin beschäftigt. Geh weg. Hey, du. Ich bin beschäftigt. Lass mich in Ruhe. Das könnte jetzt halt jeder sein. Hey. Ich bin beschäftigt. Lass mich in Ruhe. Jo. Meine Meinung kennst du ja schon. Eigentlich kann ja nur diese Schmiede hier gemeint sein, weil eine andere gibt's ja gar nicht. Und der Bruder ist alleine. Daran wird sich nie was ändern.
das hier ist schon nicht mehr Hafen. Also das ist jetzt hier Magiertempel. Tja. Ich... Oder gibt's hier noch eine Schmiede? Nee, das ist ja hier keine Schmiede. Die Sounds irritieren mich jetzt natürlich ein bisschen, aber... Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Lass mich in Ruhe. Hey. Ich habe viel um die Ohren, lass mich in Ruhe. Also ich weiß halt auch nicht, nach was ich suche. Ist das jetzt eine verletzte Person? Ist das eine unscheinbare Person? Ist es offenbar ein Mann, glaube ich? War ja von einer männlichen Person die Rede war. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht? Ja, ja, die haben halt alle nichts zu sagen, also. Siehst du nicht, dass ich... Keiner von denen... ist halt irgendwie interessant für die Bestie. Hey! Ich bin beschäftigt, lass mich in Ruhe. Aber du bist verletzt, also du hättest beim Mann sein können, theoretisch. Siehst du nicht, dass... Ja. Also ich weiß, also mich irritiert schon mal dieser Eintrag, weil hier wird nicht klar definiert, um welche Schmiede es sich im Hafen jetzt handelt. Es gibt ja nur zwei Schmieden, die hinter der Werft und die, die schon quasi eher Richtung Armviertel ist. Also die Gegend um die Schmiede im Hafen überprüfen. Es ist eine so schwammige Angabe, weil es halt im Grunde gar keine Schmiede im Hafen gibt, bis auf die, die hinter der Werft ist. Also diese Beschreibung wird halt im Grunde nur auf die Schmiede hier hinter der Werft zutreffen. Aber da ist halt keine Sau. Da ist kein Schwein. Vielleicht ist hier drin, vielleicht versteckt sich hier drin irgendwie noch ein Flüchtling, den ich suchen muss. In der Werft, aber dann... Dann ist diese Beschreibung halt völlig irreführend. Ich überlege gerade echt, ob es noch eine Schmiede gibt, die ich nicht kenne. Aber das ist ja... Die Stadt hat insgesamt drei Schmieden. Die von Otgar, dann die von dem einen Bruder Richtung Armviertel und die hier hinter dem Hafen. Echt hier unten? Hey du! Ich bin beschäftigt. Hey. Siehst du nicht? Hey, du. Ich bin beschäftigt. Tja. Das wären jetzt hier noch meine letzten... Das sind jetzt meine letzten Anläufe gewesen. Hey, du. Du. Nee, du bist noch Arbeit. Warte mal. Naja. Tja. Keine Ahnung. Also diese Schmiede kann eigentlich nicht gemeint sein. Das ist irgendwie... Es würde auch gar keinen Sinn ergeben, weil die Jungs ja hier oben standen. Warum sollte der Typ, der von denen vermöbelt wurde, sich da hinten platzieren? Das macht ja wenig Sinn. Also... Hier sehe ich halt auch niemanden. Bin jetzt mal hier in Vogelperspektive gegangen, aber... Das ist irgendwie seltsam. Ich glaube, ich google mal kurz, was es damit auf sich hat. Ja, also ich habe jetzt nochmal gegoogelt, leider gibt es da jetzt keine konkreten Lösungsansätze. Es gibt so einen Sammelthread irgendwie, wo alles durcheinander irgendwie gepostet ist und da hat jemand was von der Quest geschrieben, aber der hat nur nach einem Wellenbrecher gesucht und aber nicht weiter nachgefragt, wie es dann weitergeht mit der Quest, also... tja, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gerade keine so richtige Ahnung, wie ich da jetzt weitermachen soll, weil das halt hier nicht steht, wie es jetzt hier weitergeht halt, ne? Der Flüchtling aus dem Dschungel erwähnte etwas von einer Gruppe von Leuten auf dem Wellenbrecher, die seinen Freund angriffen. Wenn das stimmt, besteht die Möglichkeit, dass sie im Besitz eines Erzbrocken sind. Ja, okay, habe ich mir geholt. Von Vlada habe ich mir dann auch den Erzbrocken geholt. Auf dem Wellenbrecher wurde ich von einer Gruppe von Flüchtlingen angegriffen. Einer von ihnen deutete an, dass sie vor kurzem in der Nähe der Schmiede eines anderen gewesen waren. Ich bezweifle, dass Otgar solche Leute in seiner Werkstatt dulden würde. Ich sollte die Gegend um die Schmiede im Hafen überprüfen.
Also das ist völlig Banane. Das ist total Banane, weil überhaupt nicht definiert ist, was ich als nächstes machen soll. Dieses mit, ich sollte die Schmiede in der Nähe vom Hafen untersuchen, das ist halt so absolut nichtssagend, weil es halt keine Schmiede im Hafen gibt, die jetzt da genau darauf definiert ist. Also die Schmiede, die hinter der Bootswerft ist, kann es nicht sein. Und die Schmiede, die dieser Einzelgänger da hat, dieser einzelne Schmied, die zählt wohl auch nicht mehr zum Hafen. Das ist mir nicht hafig genug, sage ich jetzt mal von der Region her. Ist es nicht weit genug im Hafen drin, um als Schmiede des Hafens zu gelten irgendwie. Also, tja. Ehrlich gesagt, habe ich absolut keinen Schimmer. Was damit jetzt gemeint ist und wie ich da jetzt weitermachen soll. Vielleicht kann ich mit Helga nochmal kurz reden. Halt! Was ist mit dir los? Fehlt es dir an Münzen für ein Bier? Mach mich nicht wütend. Ich weiß, dass du für die Wache arbeitest. Diese Ganoven haben meine Freunde eingesperrt. Ich habe damit nichts zu tun. Du verdammter Lügner. Ich schlage dir alle Zähne aus. Krieg ich dich doch! Oh Gott, ein Kampf! Hauen sich dich! Ja, alles klar. Vielleicht weiß ja Helga irgendwas dazu. Wer bist du denn, Rekron? Kannst du mir etwas beibringen? Du hast mir und Vego geholfen. Ach ja, das ist der Kollege von Vego. Oh, Schlösser knacken. Fortgeschritten. Null Lernpunkte. Bring mir bei, wie ich Schlösser schneller knacken kann. Wenn du ein Schloss öffnest, das jemand, der sich damit auskennt, hergestellt hat, musst du ein Gefühl dafür bekommen, wo der Widerstand am größten ist. Denn dort, wo der Widerstand am größten ist, drückst du den Dietrich nicht rein. Versuche, behutsam vorzugehen. Nutze den leichten Widerstand des Schlosses, wenn es sich in der richtigen Position befindet, und bewege den Riegel dorthin. Es kann eine Weile dauern, aber schließlich wirst du es öffnen. Mhm. Cool, for freedom hast Schlösser knacken verbessert. Musikant, Bürger ist jetzt auch wieder so leer. Ich brauche Informationen. Frag, was immer du willst. Hm. Toll. Ich glaube, ich lasse das mit der Quest erstmal, bis die Folge rauskommt. Und vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee oder einen Tipp, wie das gemeint ist mit der Schmiede im Hafen, in Anführungszeichen. Dann lasst mich das gerne wissen. Ich gucke jetzt mal nochmal bei der Schmiede hier in den Slums. Wer seid ihr denn? Hey, du! Tom, Arnold und Micke. Ah, ja. Ich gucke jetzt nochmal kurz in den Schmieden hier bei den Slums, aber eigentlich dürfte das halt überhaupt nicht sein. Nee, ihr guckt mich nur schief an, alles klar. Verdammt, hier gibt es zu viele Wachen. Ist das doch der hier? Das wäre irgendwie komisch. Weil dann ist das im Questlog falsch übersetzt worden. Warte mal, warum bist du weggerannt? Ich bin nicht... Ach, naja, ich bin wegen meines Tascheninhalts ein wenig gestresst. Es scheint, als wären alle Königlichen im Moment verrückt danach. Du meinst das magische Erz? Ja, woher weißt du das? Egal, nimm es einfach. Ich werde mir in der Zwischenzeit eine ehrliche Arbeit suchen. Warte mal kurz. Weißt du, woher dein Schlepper das Erz hat? Nein, keine Ahnung. Tut mir leid. Mach's gut. Das war's für dich. Steck die Waffe weg. Also es war doch der Typ. Na bitte. Hier. Okay, ich kann doch noch looten. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken, was da jetzt geschrieben wurde. Ich habe von diesem Flüchtling nichts erfahren, aber ein Brocken ist immer etwas. Ich bezweifle, dass ich viel mehr tun kann. Es ist in der Zeit, zu Winston zurückzukehren und den Bericht zu erstatten. Interessant. Okay, also das hier ist noch Hafenviertel? Das finde ich irgendwie. Also, nee, das muss ein Übersetzungsfehler im Log sein. Da ist nicht der Hafen, Schmiede im Hafen gemeint, sondern das ist Schmiede in den Slums, sollte das heißen. Da hat jemand irgendwie, oder da hat die Übersetzung irgendwie was nicht korrekt gemacht, aber gut. Ist ja nicht schlimm. Wir haben es ja jetzt trotzdem noch gefunden.
Und da bin ich ja doch ganz froh, dass ich das jetzt abschließen kann, doch noch, hoffentlich, diese Quest. Oder zumindest da jetzt irgendwie den nächsten Step machen kann. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich muss echt zugeben, ich war nach der letzten oder vorletzten Folge, wo wir aus dem Sumpf hier zurückgekehrt sind, war ich echt ein bisschen frustriert. Aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt nicht die nächstbessere Rüstung bekommen haben von Roderich. Das muss ich echt zugeben. Das hat mich wirklich ein bisschen demotiviert. Ja, also jetzt nicht demotiviert, das Spiel weiterzuspielen, das jetzt nicht, aber es hat mich ein bisschen demotiviert, ehrlich gesagt, hier diese Quests jetzt zu machen. Weil ich sagen muss, das fand ich jetzt halt schon schwach irgendwie von Roderich, dass er mir jetzt hier nicht diese fette, dicke Rüstung gegeben hat. Ich habe mich um das Problem mit dem magischen Erz gekümmert. Und? Die Schmuggler bekamen es durch die Hilfe eines Matrosen der königlichen Flotte, einem Südländers, der für den Transport zu den Lagerhäusern zuständig war. Verdammt! Das bedeutet, dass wir nicht mal unseren eigenen Leuten mehr vertrauen können. In Ordnung. Ich werde diese Information an diejenigen, welche sie benötigen, weitergeben. Das hast du gut gemacht. Hier, deine Belohnung. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Weil ich jetzt sehr... Ich hätte jetzt gerne ein Save gemacht vorher noch, und das habe ich natürlich. Ey, wir sind eine ehrliche Haut, wir geben das Erz natürlich ab. Ich habe übrigens etwas Erz gefunden. Ich denke, du weißt, was damit zu tun ist. Was für eine angenehme Überraschung. Ich weiß, es wird dich zu schätzen, dass du es so ehrlich abgegeben hast. 500 Gold erhalten, 4 Erzbrocken gegeben. Wegtreten! Vielleicht hätte ich weniger Erfahrungspunkte bekommen, hätte ich die nicht abgegeben. Okay, gut. Die Quest haben wir abgeschlossen. Na, immerhin. Gut, goldene Innoste. Was? Ja, genau. Da hatte ich mit Helga nochmal kurz gequatscht. Die Kranicharbeit. Kranicharbeiter wisst. Okay, ich werde besser mit ihnen reden. Alles klar. Aber ehrlich gesagt. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ehrlich gesagt hätte ich jetzt irgendwie mehr Bock, im Fight Club zu kämpfen, anstatt jetzt diese Quest weiterzumachen, diese Folge. Also ich mache die Quest wahrscheinlich nächste Folge weiter. Aber in dieser Folge will ich jetzt mal gucken, wie weit ich jetzt noch im Fight Club komme. Weil wir haben ja, ich meine, wir haben Big Ben immerhin geschlagen. Wir sollten jetzt eigentlich auch hier in der Arena weiterkommen können, wo wir beim letzten Mal gescheitert sind. Das sollte jetzt deutlich besser verlaufen eigentlich. Deshalb werden wir es jetzt zum Ausklang dieser Folge nochmal machen, hier in den Fight Club zu gehen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Finde ich übrigens komisch, dass ich diese Fight Club immer hier nicht bei Roderich anzeigen kann. Dann wollen wir mal sehen, ob wir hier was reißen können. Ich schätze, 1-2 werden wir schon schlagen können. Ein bisschen Geld noch verdienen. Kann ich in der Arena kämpfen? Du hast Glück. Ich habe heute einen passenden Gegner für dich gefunden. Heute Abend wird ein bisschen mehr Blut gebraucht. Ihr werdet mit Waffen kämpfen. Du wirst gegen den erfahrensten Kämpfer aller Zeiten antreten. Er ist eine Art Südländer, aber er schwingt sein Schwert so oft, dass es aussieht, als würde er tanzen. Der Einsatz ist 200 Goldstücke. Also bist du dabei? Ich würde es gerne versuchen. Viel Glück. Mal sehen, er hat nur ein rostiges Schwert, aber das muss nichts heißen. Ich speichere nochmal auf dem Safe hier separat. Okay. Du hast mir gezeigt, wie wir hier auf Acholos kämpfen. Hier ist deine Belohnung. Hier ist noch etwas mehr, um dich zu ermutigen. Oh, geil, Drachenwurzel bekommen. Sehr gut, weil ich hatte nämlich 2 Drachenwurzeln verbraucht. Und das ist gut, dass ich jetzt nochmal eine erstattet bekommen habe. Hey, du. Für Alchemie. Genau, warte mal, ich muss ja noch eine Stufe steigen, um Alchemie Stufe 3 zu lernen, genau. Kann ich in der Arena kämpfen? Du hast Glück, ich habe heute einen passenden Gegner für dich gefunden.
Heute Abend wird ein bisschen mehr Blut gebraucht, ihr werdet mit Waffen kämpfen. Heute rate ich dir, dich in Acht zu nehmen. Ein Mann des Wucherers will sich ein bisschen die Beine vertreten. Wenn du vorsichtig bist, kannst du ihn vielleicht besiegen. Der Einsatz ist 250 Goldstücke. Also bist du dabei? Ja, ein bisschen Geld machen ist doch gut. Ich würde es gerne versuchen. Viel Glück. Ist wirklich, so kann ich mein Einkommen noch mal ein bisschen aufbessern. Wie gesagt, Geldprobleme haben wir überhaupt nicht. Aber ey, ein bisschen was verdienen für schlechte Zeiten ist doch in Ordnung. Warum haben die alle nur grobe Schwerter? Das verstehe ich nicht. Ist ja genauso wie der andere. Noch schlimmer. Okay, ich glaube, ich werde jetzt erstmal ein paar Kämpfe gewinnen. Gar nicht mal so schlecht. Wie du siehst, wird sich Volker nach ein paar erfahreneren Kämpfern umsehen müssen. Hier ist deine Belohnung. Dankeschön, ich speichere vorher natürlich nochmal. Hey! Kann ich in der Arena kämpfen? Du hast Glück, ich habe heute einen passenden Gegner für dich gefunden. Heute Abend wird es einen Faustkampf geben. Ich habe mir eine etwas ungewöhnlichere Kampfidee ausgedacht. Du wirst gegen zwei Gegner gleichzeitig antreten. Sie sind vielleicht nicht sehr stark und haben keine außergewöhnliche Technik, aber sie kämpfen wie Brüder. Du gegen die beiden mit bloßen Fäusten, wie wär's? Der Einsatz ist 300 Goldstücke. Also bist du dabei? Sehr weniger. Ach, was soll's. Ich würde es gerne versuchen. Viel Glück. Faustkampf ist gar nicht so meins, weil das ist so langwierig. Es sind immer so langwierige Kämpfe mit der Faust. Dann noch gegen zwei. Boah. Okay. Das könnte schon ein bisschen schwieriger werden. Aber wir haben... Hey, ich meine, wir haben 85 Stärke, also. Oh, shit. Ach, du Heilige, das dauert ja ewig. Oh Gott. Nee, das kann ich doch gar nicht gewinnen gerade. Ah, ich glaube, da muss ich neu laden. Das ist, glaube ich, nicht schaffbar. Nee, das wird nichts. Das können wir neu laden. Aber gut, wir haben zwei Kämpfe gewonnen, immerhin. Ich glaube, ich muss da erstmal noch ein bisschen mehr Stärke skillen. So, ich glaube, da muss ich auf mindestens 100 Stärke gehen. Vorher brauche ich das jetzt hier nicht nochmal probieren. Vorher bringt das wirklich nichts. Aber gut, hey, ich meine, wir haben ein bisschen Gold gemacht. Schon cool. Und zwei Kämpfe hier gewonnen. Und da werden wir erstmal... Ja, so mindestens 100, 110 Stärke anstreben müssen. Bevor wir da hier weitermachen. Okay, die... Oh. Was ist denn das eigentlich? Plage der Fleischwand. Das habe ich vorhin schon so einen Zettel gesehen. Plage der Fleischwanzen. Reiche Kaufleute, Gutsbesitzer und Beamte jammern seit Wochen an Volkers Tür nach Kriegshilfe. Mit welchem Recht haben diese Fleischwanzen in Menschenhaut das Recht, um Almosen zu bitten, wenn das einfache Volk hungert? Wir, die Söhne und Töchter unseres Landes, auf den Feldern, in den Minen und in den Werkstätten vergießen Tag für Tag Blutschweißtränen. Diese privilegierten Bastarde. Wir rufen all jene auf, die in diesen ungerechten Zeiten nach Gerechtigkeit hungern. Es ist an der Zeit, genug zu sagen. Okay. Es riecht nach Rebellion. Was mir jetzt gerade einfällt, wir könnten jetzt nochmal zu einer Anschlagtafel. Es spielt keine Rolle, woher ihr kommt oder wie alt ihr seid. In unserer großen Familie ist für jeden ein Platz, denn alle kümmern sich umeinander, als wären sie Brüder und Schwestern. Wenn ihr uns beitretet, wird euch garantiert nicht langweilig. Während wir unsere Aufgaben erfüllen, reisen wir über die ganze Insel. Und wer weiß, vielleicht können wir bald auch den Rest der Welt besuchen. Schließt euch uns an. Schließt euch noch heute Herrn Volker und seinen Leuten an. Und nehmt euer Schicksal in die Hand. Werte Bürger der Stadt Acholos. Seid ihr auf der Suche nach Arbeit oder knapp bei Kasse? Tretet uns bei und lasst euch von Herrn Volker anstellen. Hey! Na gut. Was ich jetzt noch machen wollte? Ich wollte jetzt nochmal zum Anschlagbrett gehen und gucken, ob da irgendein Zettel... Wache Marvin? Das ist richtig. Melde dich bei Roderich, er hat nach dir gefragt. Okay, nachher.
Jetzt erstmal ein Einschlagbrett finden und schauen, ob da irgendwie ein Zettel hängt, der mich ermächtigt, in die königliche Mine zu gehen. Das ist jetzt wichtig für mich. Weil das habe ich in den Kommentaren gelesen. Aber eigentlich dachte ich, dass ich an so einem Anschlagbrett schon alles geholt hätte, was da dran hängt. Aushänge statt Aushängerzeichen. Sondra ist gefallen. Sicherheitsdienst für die Salzmine gesucht. Ah, das könnte es sein. Darf Walter Dima Attentatversuch auf Volker. Steckbriefe. Alter! Oh mein Gott! Ich glaube, ich weiß, was wir in einer separaten Folge nochmal machen. Die ganzen Steckbriefe. Wie geil. Oh mein Gott! Ach, der geil. Der Blutsauger. Ein Jagdauftrag für den Blutsauger. Geil, Alter. Okay, das machen wir auf jeden Fall. Da habe ich Bock drauf, die ganzen Dinger abzuarbeiten. Ich glaube, vielleicht mache ich das nächste Folge. Mal gucken. Aber erstmal gucke ich Optionen in der Altstadt. Achso, das hatte ich schon gelesen. Können wir mal fallen lassen. Londram ist gefallen. Bürger von Arolos. Mit großem Bedauern teilen wir euch die schreckliche Nachricht mit, dass uns kürzlich erreicht hat. Die Insel Londram ist gefallen. Die Berichte sind eindeutig, im Moment deutet alles auf einen Ork-Angriff hin. Es gibt jedoch keinen Grund zur Sorge, die Insel Arolos ist völlig sicher. Deshalb rufen wir alle Freiwilligen auf, sich in die Armee zu melden und an die Front zu ziehen. Dies ist deine Chance, die Welt zu erkunden und um und dem Rest des Königreichs mit Sicherheit zu geben, die wir hier erleben können. Naja. Okay. Sicherheitsdienst in der Salzmine gesucht. Ja, das ist das, was ich brauche. Der ganze Aushang scheint neu zu sein, aber gleichzeitig ist er mit einem großen X versehen, um zu zeigen, dass er nicht mehr gültig ist. Oh nee, echt? Levko sucht anständige, gewissenhafte Leute mit vernünftigen finanziellen Voraussetzungen, um zusätzliche Wachen in der königlichen Salzmine zu beschäftigen. Die Arbeit besteht darin, die Arbeit der Schürfer zu kontrollieren, neue Schächte und jegliche Gefahren zu befreien und viele andere kleine Aufgaben zu erledigen. Wer Interesse hat, sich gerne im Büro des Minenchefs in der Nähe der Brücke zum Wassermagierkloster wenden. Mann! König. Ah, Mist, das wäre meine Chance. Kann ich da jetzt nicht mehr hin, oder was? Das wäre doch... Oh, das wäre jetzt ärgerlich. Gefährliche Wege. Ach, Arolos, das hatte ich schon gelesen. Das kann jetzt mal weg. Ich werfe das jetzt mal alles raus hier. An die Schürfer und Abenteurer. Der Handwerker Walter kauft 25 Eisenbrocken. Aha, interessant, interessant. Werkstatt im Hafenviertel. Mhm. Beschränkte Lokalisation, das kenne ich schon. Das hatte ich schon mal gelesen. Ne? Attentatversuch auf Volker. An alle Bürgerinnen und Bürger von Arolos. In der Stadt ist ein abscheulicher und beschämender Mordanschlag verübt worden. Am helllichten Tag hat ein unbekannter Verbrecher versucht, einen angesehenen Bürgerherrn Volker zu ermorden. Die Wache der Stadt prüft derzeit alle Spuren und die ersten Verdächtigen wurden bereits festgenommen. Nach Angaben von Roderich werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen abgeschlossen sein, sodass unsere braven Bürger wieder ruhig schlafen können. Wenn Sie irgendwelche Informationen zu diesem Fall haben, sind Sie verpflichtet, diese den Behörden mitzuteilen. Naja, das können wir, glaube ich, auch rauswerfen. Ach Mann, ey, ich hoffe jetzt wirklich, dass das jetzt mit der Mine nicht zu spät ist, dass ich trotzdem noch in die Mine kann, weil das wäre massiv ärgerlich, wenn ich jetzt schon mal königlicher Soldat spiele und dann trotzdem nicht in die Mine rein kann. Das wäre ja... Puh. Die Stelle. Das würde mich echt extrem stören, muss ich sagen. Genau das hat er gesagt. Und extrem ärgern vor allem. So, jetzt gehen wir nochmal zu Roderich und hören mal. Also vielleicht hat er jetzt ja eine Beförderung für mich, wenn ich die eine Quest hier für die Winstern abgeschlossen hatte. Werte Bürger der Stadt Arolos. Das kann ja nicht ewig sein. Seid ihr auf der Suche nach Arbeit oder knapp bei Kasse? Oder lässt euch vielleicht ein anderes Problem nachts nicht schlafen? Tretet uns bei und lasst euch von Herrn Volker anstellen. Da bist du, ja. Ich hoffe, du wirst meine Anweisungen nicht länger in Frage stellen, denn ich habe dir etwas Wichtiges mitzuteilen. Octav hat Winston kürzlich mitgeteilt, dass du durchaus mit Problemen umgehen kannst. Ich denke, du wärst eine gute Ergänzung für unsere Schwertkämpfer. Ich gratuliere dir, dass du so schnell Aufmerksamkeit auf dich gezogen hast und wünsche dir viel Erfolg für deinen weiteren Dienst. Nur für den Fall. Nein, danke. Hä? Was soll ich jetzt machen? Wegtreten! War das jetzt eine Beförderung? Habe ich nicht verstanden. Kein Grund zur Sorge. Alle neuen Rekruten müssen.
hast Winston irgendwas gesagt? Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Oh. Nee, das will ich noch nicht machen, weil... Wegtreten! Mit dem habe ich noch eine Quest, die ich noch machen will. Ah, hier! Wie ich höre, möchtest du mich in deinen Trupp haben? Auf jeden Fall. Octav sagte mir, dass du deine Aufgaben zu seiner Zufriedenheit erledigt hast. Solche Leute brauche ich unter meinen Schwertkämpfern. Ich bin bereit, deinem Trupp beizutreten. Wusste ich es doch. Aber zuerst muss ich dich genauer unter die Lupe nehmen. Ah, ich sehe auf Anhieb, dass du einiges an Fertigkeiten mit dir bringst. Ich setze dich sofort auf die Liste der Schwertkämpfer und ich möchte keine Widersprüche hören. Von nun an unterstehst du meinem direkten Befehl. Nur Roderich steht über mir und die Strafen für Befehlsverweigerung sind wesentlich härter. Du erhältst jetzt mehr Lohn als Zugang zu besseren Ausbildern und dies alles zum Preis von deutlich mehr Verantwortung. Lass mich bloß nicht im Stich. Habe ich nicht vor. Gut, geh zu Lennart und lasse dir von ihm eine neue Rüstung geben. Nach all dem gilt es nun, dich als Schwertkämpfer zu präsentieren. Geil. Wegtreten! Geil. Ist ja nochmal ein Happy End. Nach dem, was ich am Anfang gesucht habe, alles. Ich soll eine neue Rüstung von dir bekommen. Das stimmt. Ich wurde bereits informiert. Hier, das sollte dir gefallen. Geil, jetzt habe ich eine Schwertkämpferrüstung bekommen. Das ist ja schon mal ein nettes Upgrade. Stimmt, und die Armbrustschützer haben quasi ja wirklich die andere Rüstung, ne? Warte mal, wo ist denn die Armbrustschützenrüstung? Hier, die hier. Das ist die Rüstung der Armbrustschützen, glaube ich. Während wir unsere Aufgaben erfüllen, reisen wir über die ganze Insel. Das ist die Armbrustschützenrüstung. Vielleicht können wir bald auch den Rest der Welt besuchen. Ja, jetzt habe ich auch so dieses Schwertkämpfer-Symbol vorne auf der Brust. Das ist sehr, sehr geil. Leuten an und nehmt euer Schicksal in die Hand. Und was wir jetzt vor allem auch haben, wir haben jetzt 30 Lernpunkte. Die werde ich in der nächsten Folge erstmal bei meinem Lehrmeister investieren, damit ich dann auch permanent Tränke brauen kann. Und das werde ich dann auch machen. Dann werde ich erstmal schön Stärketränke brauen und vielleicht auch Lebensenergietränke und Geschicklichkeitstränke und sowas. Das werde ich dann alles machen und ja, die mir dann schön reinziehen, diese Tränke. Alles klar. Danke fürs Zusehen, macht's gut, bleibt gesund, bis zur nächsten Folge und ciao!